Noch mehr Piraten in diesem Kapitel. Wann hört das denn auf? Willkommen jedenfalls wieder zurück. Es gibt ordentlich was zu tun. Unsere Charaktere halten hoffentlich die Stellung Scharfschützin, Pegasusritter, Bischof und Donnermagierin an einer Stelle, während die anderen natürlich jetzt allmählich mal nachziehen können. Und genau das werden wir auch tun. Zum anderen haben wir natürlich viel Arena vor uns ab jetzt. Und da sollten wir auch mal gucken, dass wir vorwärts kommen. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Quan ist da definitiv dran. Und Quan ist natürlich auch derjenige, der einerseits keine Probleme haben sollte, andererseits jetzt noch die Elitebinde braucht. Alec haben wir ja das letzte Mal bereits weggeschickt. Heißt, genau, es gibt hier noch ein bisschen was zu tun. Und ansonsten können wir, glaube ich, einigermaßen entspannt bleiben. Wie sieht's denn jetzt aus aktuell? Also wenn ich das Geld von der Clean rüberreiche, kannst du relativ easy die Elitebinde holen. Du kriegst noch eine Menge Arena-Geld, das ist natürlich auch wunderbar. Also wir können auf jeden Fall uns ordentlich austoben. Du gehst darüber, damit Nachesis nochmal healen kann. Und Finn, ich schick dich mal ganz nach oben. Ich glaube nicht, dass wir mit Finn noch großartig was machen. Insofern erstmal Ende. So, okay, ja, da greifen sie auch schon an. Zeit, dass wir das alles jetzt mal hinter uns bringen, ganz im Ernst. Ist ja schon nervig mit euch da oben. Und sie lassen auch nicht locker, wollen natürlich alle zur Bridget. Aber es ist ein guter Punkt zumindest. An dem Punkt können wir ordentlich was bewirken. Und es sieht doch gar nicht mal so schlimm mehr aus eigentlich. Hier läuft eigentlich auch alles nach Plan soweit. Kann Aranus einfach nur vorschwächen. Das ist auch in Ordnung. Dann kann die gute Titino nämlich was wegräumen. Unser anderer Neuzugang. Auf sie bin ich das letzte Mal gar nicht zu sprechen gekommen. Das sollten wir natürlich dringend noch nachholen. So, ihr werdet weiterhin, denke ich, einfach mal nach oben marschieren. Schnurstracks. Ist das eigentlich eine Straße? Nee, es ist Sand. Gut, okay, hat sich das auch geklärt, diese Frage. Alright. Während das eine... Ah, mit euch wollte ich auch noch die Arena machen. Wenn ich jetzt schon nach oben gehe, ist das halt so eine Sache für sich. Du könntest ja aktuell eh nichts kaufen mehr, ne? Ja, wir sollten schon noch ein paar Leute abziehen lassen, ganz im Ernst. Also er ist, glaube ich, auch nicht in die Arena gekommen bisher. Außerdem sollte er selber bitte mal sein Feuerbuch verkaufen. Und da unten ist ja schließlich auch Lachesis. Das heißt, dann machen wir das erstmal so. Na, dass ihr wieder alle zu euren Partnern hier kommt. Oder zumindest die geplanten Partner. Okay, dann managen wir mal den Rest, oder? Würde ich sagen. Okay, ihr könnt natürlich noch weiterziehen. Okay, wartet eine Sekunde. Was ist mit dir hier? Okay, das heißt... Wir schauen mal, dass wir hier einfach alles irgendwie auf die Reihe bekommen. So klingt das zumindest nach einem guten Plan. Sehr viel kleines Management gerade, aber Edain muss dringend nach oben. Wir haben so ein paar Leute, die wollen auch mit Bridget reden... Muss generell gleich nochmal nachschauen, wie wir das am besten alles überhaupt planen wollen. So viele Leute, die miteinander quatschen wollen diesmal. Sind alle außer Rand und Band. Nein, du sollst bitte keinen Teleport benutzen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Und hier werden keine Love Points jetzt noch einfach so abgeholt. Das geht natürlich auch nicht klar. So. Gut, wunderbar. Dann ist Lachesis mit Healing dran, würde ich sagen. Let's go. Während sich der Rest dann mal so allmählich versammeln kann, würde ich mal sagen. Stärke, Glück, okay, na gut. Stärketechnisch sieht das doch langsam auch schon ziemlich gut bei ihr aus, würde ich sagen. Da tut sich was. Jetzt müssen wir allerdings hier ein bisschen aufpassen. Denk aber, wir können das meiste relativ problemlos ausschalten, wenn ich mir das so angucke. Lassen wir einfach Aranus zuhauen, oder? Dann bist du hier relativ easy zu erledigen. Genau, ich würde ganz gerne, glaube ich, ein Feld aufschließen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das am besten anstellen. Wenn Aranus jetzt nur ihre Leichlanze benutzen würde, dann könnten wir vielleicht sogar noch mit Taito einfach so angreifen, wenn wir wollen. 21 mal 2 wären das sogar. Oh lol. Reicht halt trotzdem direkt aus. Na gut, okay. Wenn das so ist, dann ist mir das eigentlich auch relativ egal, ne? Dann... Hau drauf, würde ich sagen. Dann brauchen wir da echt gar nicht lange zu überlegen.
Ja, ganz genau. Einfach draufhauen und fertig. Kriegen jetzt 8 Damage ab, das ist natürlich auch fast gar nichts, also im Endeffekt alles gut machbar. Und sogar ausgewichen. Ah ja, stimmt, ja, es reicht ja auch gar nicht ganz. Das ist natürlich umso besser. Echt, habe ich jetzt glatt verrechnet, ne? Vorhin. Meine Güte, das sollte eigentlich nicht passieren, egal. Ist sogar sehr gut, dass das so ist, weil dann machen wir das halt einfach so. Umso besser. Ist so schön. So, das erste Level-Up für dich. Das war ziemlich insane. Okay. Warte mal, Stärke und Verteidigung? Wow, okay. Ich bin gerade etwas buff davon, okay. Na gut, das Stärke ist natürlich komplett unwichtig. Ich bin eher buff davon, dass sie diese Stats bekommen hat. Also ich meine, davon profitiert sie halt null. Von den Death Points so ein bisschen. Aber gut. Wenn sie meint, dann kann sie das machen. Wir gehen auch bald auf die einen, keine Sorge. Nicht, dass ich das wieder vor mir herschiebe. Okay. Ich sag nicht nein, Bridget. Ich sag nicht nein. Das sieht sehr gut aus. Ach so, jetzt sammelst du ja bei allen. Ne? Das wollte ich eigentlich auch nicht unbedingt haben. Cloud umgeben von Damen. Warte, könnte ich bei dir nicht streng genommen sogar? Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste bei dir sogar da oben eine Knight-Formation aufstellen können, streng genommen. Interessant, ich müsste dafür eigentlich nur Aranus hier hinstellen und den Rest drumrum und dann passt die Sache. Da haben wir eine Knight-Formation, wo Punkte abgezwackt werden würden, ja? Ja, so wäre das dann. Egal, wir haben nochmal Alec im Einsatz, der kann auch nochmal ganz kurz vielleicht die Arena probieren. Glaube nicht, dass er da Erfolg hat, auf jeden Fall verkauft er dann seine Elite-Bünde nochmal. Wir lassen nochmal ganz kurz bitte hochschmieden. Was Besseres ist ihm ja leider nicht gegönnt. Das ist so ein bisschen schade. Aber ab geht die Post. Arena. So, das Stahlschwert, genau. Ja, ich glaube nicht, dass er gegen Doma ankommt. Es sind jetzt 67% Trefferquote seinerseits. Aber ich glaube, Alec müsste zweimal ausweichen, oder? Oh, einmal ist er jetzt ausgewichen. Okay, aber mal gucken. Oder muss er sogar dreimal ausweichen? Sieht eher sogar nach dreimal aus. Würde ich jetzt spontan sagen. Ja, da ist er auch getroffen worden. Wobei, stimmt, er haut jetzt zweimal zu. Ah, nee, jetzt hat er einmal verfehlt, dann ist es eh egal. Es ist technisch gesehen auf jeden Fall möglich, aber das ist dann schon wieder so sehr am Limit, dass das einfach zu problematisch wird, auch in Bezug auf unsere Zugzahl einfach. Man kann ja theoretisch, das ist ja das Lustige an Fire Emblem 4, dein RNG verändert sich ja je nachdem, mit wem du jetzt halt wie reingehen würdest oder so. Und du könntest einfach einen RNG-Wert burnen, indem du einfach irgendjemanden nochmal reinstellst, der sowieso verliert zum Beispiel. Aber da es das Autosave gibt, könnte man streng genommen die Arena komplett optimieren. Also man könnte wirklich bei allen den maximalen Rang rausholen. Das ist möglich, aber ich habe da einfach keine Lust drauf. Manche machen das auch so. Und gerade, ich denke mal, Rank-Spieler vor allem werden das wahrscheinlich tatsächlich eher bevorzugen. Aber ich habe euch schon gesagt, das ist mir da noch ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd. Zudem ich in Blazing Blade, das war schon eine Plage, Hector Hardmode auf S-Rang zu bringen. Das war schon sehr nervig. Und das ist in dem Fall auch wirklich nicht mehr unbedingt spaßig, sondern wirklich nur nervig. So. Rank-Geschichten laufen oft darauf hinaus. Wobei hier ist das Ranking auf jeden Fall besser und sehr realistisch machbar. Aber mal sehen. Ich will jetzt jedenfalls nicht so krass tryharden, was das betrifft und einfach alles ständig probieren. Achso, ja. Lex kann auch noch mit rein bald. Okay. Gut. Aber ja, ich meine, wenn du RNG so sehr manipulierst, das ist ja immer so... Nee. Bei LTC-Runnern ist das ja sowieso dann gang und gäbe, ne? Was? Ich weiß nicht, das hat mehr mit Geduld zu tun als mit Skill halt in solchen Fällen, wenn du in RNG einfach nur hart am Manipulieren bist. Das sieht dann zwar total impressive aus, ja, in FF4 zum Beispiel kannst du in RNG wirklich sorgfältig manipulieren, wenn du weißt, wie. Leute, die sich auskennen, die manipulieren halt ihre Arena einfach dann komplett und kriegen halt einfach immer. Ja, Moment mal, wie wollten das machen? Genau, du sollst dein Geld weitergeben. Wo war ich stehen geblieben? Genau, kriegen halt immer das Maximum dann raus, so. Weil sie halt ihren RNG-Wert manipulieren. So.
Ja, ich meine mit Quan, Gute Nacht Arena. Wir können auch so oder so mal Zeugs loswerden. Die Sache ist nämlich, dass Quan eh nichts vererben würde. Und mehr als das Gearbox braucht er auch gar nicht mehr. Also. Zeit, dass wir die Arena einfach komplett vernichten. Ja, Leute, ganz genau das werden wir jetzt tun, habe ich mal beschlossen. Halt, du brauchst hier nichts mehr zu schmieden, wir sind definitiv fertig, jo. Quan mit Elitebinde, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ne, willst du irgendwas anderes benutzen? Ich denke mal nicht. Also, tschüss, Leute. Ja, ich meine, der Typ ist jetzt komplett broken. Brauche ich noch irgendwelche Worte dazu zu verlieren? Oh, ausgewichen und tschüss. One hit. Ich glaube, das wird jetzt häufig so ablaufen. Wir werden sehen. Es bleibt spannend oder so. Keine Ahnung. Aber ja, Quan sollte absolut null Probleme haben, auch gegen den komischen Dunkelmagier nicht, denke ich mal. Also. Ja. Und das war noch mit Waffendreiecks Nachteil, aber yo, one hit, one hit, one hit. Alles gut. Ich denke mal, es ist selbsterklärend. Ich bin auf Quan nie eingegangen, aber Quan ist so selbsterklärend einfach. Ich blende mal seine Charakterkarte trotzdem nebenbei ein. Das war jetzt schon wieder ein One-Hit. Warum? Na ja, ne? Er hat halt das Gearbox und er bekommt diese heilige Waffe jetzt sehr, sehr früh. Und dementsprechend haut er natürlich jetzt absolut alles um, was ihm vor die Lanze gerät. Ihr seht jetzt hier seine Base, das ist auch sein Wachstum. Es ist relativ selbsterklärend. Ihr habt seine Performance häufig genug gesehen. Quan ist jemand, der wirklich absolut alles umboxt. Es ist insane. Viele werfen ihn vor, dass er halt keinen Folgeangriff hat, aber ich sag's euch gleich, mit Folgeangriff würde einfach absolut alles one-rounden. So, ich wüsste gar nicht, ob man irgendeinen Gegner bis hierhin bekämpfen würde, der durch Quan nicht direkt sterben würde. Er hat ja selbst Generäle, wo wir aus Versehen mal Adept getriggert haben und dann war's das. Also, ja, der Jörmungand-Typ wird wenigstens nicht gewone-hittet und er hat einen Schildring, das gebe ich auch nochmal zu bedenken. Oh mein Gott, aber ja, ihr seht's ja, easy to hit. Ja, und hier die Quan-Karte, ne, also seht auch, wo seine Stärken liegen, ne. Stärke und Verteidigung, da ist er besonders gut, noch ein bisschen mehr Speed als üblich, auch noch oben drauf, also man braucht nicht viele Worte zu verlieren, hat auch direkt Etlin, ne, als Partnerin dabei. Oh, jetzt ist jemand ausgewichen sogar. Wow, aber Quan kriegt durch die Kriegerlanze nur jeweils einen Schadenspunkt. Wisst ihr, dieser Typ ist im 96er ausgewichen, hat einfach mal 2 Damage gemacht mit einer fucking Kriegerlanze. Oh mein Gott. Es ist so insane. Es ist komplett verrückt. Ja, ich meine, selbsterklärend, dass Quan hier absolut alles umboxt. Selbst mit der Kriegeraxt nur jeweils einen Schaden. Ja, viel Spaß dabei. Oder hat Adept getriggert. Aber ja, der Adept hat das und die Sache ist mit Quan, ich finde halt, er ist halt eine wunderbare Nische, wo er eigentlich alles umboxt mit Adept, also wirklich so ziemlich ausnahmslos, würde ich sagen. Aber wenn er halt Sachen nicht umboxt, dann ist er halt jemand, der riesigen Chip-Damage macht und das ist bei Quan einfach so gut, weil die Leute sind meistens einfach so am Ende, dass nahezu jeder dann finishen kann. Ja, er hat jetzt die Arena komplett gerockt einfach. Die Leute hatten schon gar nichts mehr zu melden, das war ziemlich verrückt gerade, was da so abging. Die Elitebinde kommt gleich mal wieder zurück, ne? Das ist klar. Ist ja durch soweit. Also das war jetzt natürlich wirklich der Run, der am einfachsten ging. Wir können dann auch eigentlich mal den Schildring loswerden und ja. Also, es gibt echt nicht mehr viel zu tun, ne? Das ist es halt. Könntest du ja wieder dein Geld Etlin weitergeben und dann schauen wir mal, wie wir umverteilen, weil das Donnerschwert soll ja bei dir auch nicht sein. Und wie gesagt, er vererbt auch an sich nichts, das heißt, wir müssen da sowieso alles irgendwie über Etlin managen dann. Equipment technisch. Und der Schildring, der war jetzt sowieso eigentlich bei ihm endgültig broken. Ich meine, mit dem Gearbox hat er dann 15 gehabt, jetzt sind es halt noch 10. Und damit hat er trotzdem noch 30 Death, also es ist komplett verrückt. Ich fand so eine gute Einheit, das ist schon heftig. Halt voll auf Stärke fokussiert und so und metzelt sich halt einfach durch. Man merkt es. Man braucht halt wirklich nicht viele Worte über jetzt zu verlieren. Ich meine, seine Performance bis hierhin, die hat man ja schon deutlich gesehen. Außerdem mag ich sein Design. Ich mag alle Leonster-Leute ganz gerne. Habe ich ja schon mal gesagt. Und Quan auf jeden Fall auch ein großer Favorit. Cooler Typ. Doch hat auch eine sehr coole Einstellung. Muss man wirklich sagen. Nebenbei ballert sich jetzt erstmal Bridgetgar durch. Ich denke auch, das ist keine große Überraschung. Auf sie bin ich auch schon ein bisschen eingegangen. Einfach eine sehr tolle Scharfschützin und das ist jetzt nur ein Stahlbogen.
Natürlich kriegt ihr auch noch was Besseres und dann geht's so richtig ab, Leute. Da drüben haben wir noch so ein paar Leute jetzt nachziehen, ne? Und da könnten wir jetzt eigentlich Taito mal sinnvoll einsetzen, glaube ich sogar, ne? Du würdest jetzt Leute erreichen aktuell, das ist aber ganz gut so. 22 nur, das ist gar nicht mal so viel. Ich würde fast sagen, machen wir das doch ruhig so. Genau, wir haben die Stärkung benutzt, ne? Jetzt bist du wieder voll geheilt, das ist natürlich schön. Und an sich auch, hier müssen wir jetzt gar nicht so viel beachten eigentlich, streng genommen. Würde da aber dennoch ein bisschen aufpassen, wie wir das dann organisieren wollen. Ich muss mal überlegen. Jetzt langsam bin ich sehr viele Distanzkämpfer mit dabei. Und so allmählich wird das für Bridget vielleicht schon eine etwas heiklere Angelegenheit. Ja, aber ich kann Taito schlecht direkt dahinter stellen. Das ist ein bisschen ungünstig. Wenn ich das mache, kann das leicht mal eskalieren. Für sie. Ne, weil dann, wenn da jetzt ein Schütze nachzieht, wobei, okay, ich kann auch, wisst ihr was? Ja, komm, ich kann einen der Schützen eigentlich von hier aus dann ausschalten. Das wäre auch in Ordnung. Machen wir das doch ruhig so, ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Den war dann wirklich short, stimmt, ich hab, weiß gar nicht, was habe ich denn vorhin umgerechnet? Vielleicht irgendwo falsch geguckt, naja, egal. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Vorschwächung und das ist eigentlich sogar besser, weil Taito halt dadurch Kills bekommt und das braucht sie auch definitiv. Taito hat leider einen Nachteil, dass er auf einem sehr niedrigen Level startet. Das kann sein, dass ich vorhin noch in der Kriegerlanze geguckt habe. Das kann sein. Das würde Sinn ergeben, glaube ich. Egal. Halb so wild. Jetzt machen wir dich erstmal platt mit einem Donner von hinten. Schreit nach einem guten Plan. Und dann kann sie gleich noch den anderen später erledigen. Wobei, ich weiß nicht, ob das mit einem Donner packt. Hätte ich vielleicht auch nochmal wechseln sollen, was? Oder ist der angeschwächt genug gewesen? Ah, okay, der ist angeschwächt genug. Ne, alles klar. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, Leute, erstmal seid ihr dran, weil ihr habt die bessere Trefferquote. Der Rest ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Weil jetzt würde ich eh nochmal eine Stärkung benutzen, dann, so wie es aussieht. Einfach damit das Ganze nicht so heikel ist. Und ich denke, nach der hier ist das kein Problem. Aber die haben die bessere Trefferquote und sind halt an sich schon ein bisschen gefährlicher irgendwie. Mal sehen. Naja, mit dir, du kannst natürlich jetzt nachziehen hier. Und mit was für einem Tempo, man merkt es gerade, dass er diesen Ring hat mit plus 3 Movement, er soll natürlich eigentlich woanders landen. Aber momentan ist das gar nicht mal so schlecht. Besser als gedacht. Ach, du kommst sogar noch auf dieses Feld dort, das ist doch auch schön. Dann teilen wir uns doch direkt mal so auf, würde ich sagen. Halt, kein Teleport, oh Gott. Nicht aus Versehen jetzt jemanden porten, das wäre auch ein bisschen heikel. Alle nach oben. Flop. Komm auch mal langsam an hier. Also immer schön nebeneinander stellen, ne? Das ist immer noch wichtig. Wir wollen ja unsere Pairings haben. Und wenn die mal bestehen, bin ich sehr zufrieden. Hat Dane erstmal Zugriff auf Adens Geld, das ist sehr wichtig. Wird erstmal direkt ausgebeutet, ich sag's euch, richtig fies. So, wir wissen jetzt, Quan ist durch. Quan ist awesome. Man braucht nicht mehr viele Worte zu verlieren. Genau, das Gold ist jetzt bei Aitlin. Jetzt können wir bei Aitlin mal ein bisschen an Vererbung denken, nämlich. Schauen wir mal, was ihr Sohn bekommt. Wir betreten mal kurz und jetzt können wir auch mal ein bisschen wieder ins Planen gehen, nämlich. Also, du hast jetzt eine ganze Menge Geld. So viel Geld, da ja Quan auch noch einen Erlös hat, dass wir wirklich überlegen sollten. Jetzt haben wir natürlich auch noch den Schildring. Auch der ist natürlich ganz nett. Ich überlege gerade echt, wie wir das machen wollen. Man kann schon so ein bisschen ausrasten. Ihr müsst bedenken, also ihr Sohn ist schon eine ziemlich tolle Einheit. Vor allem ihr Sohn hat dieses Potenzial, der also eine besondere Klasse zuzugreifen. Aber darauf gehe ich darauf ein, wenn dieser Moment gekommen ist, glaube ich. Schildring und Aura-Ring ist natürlich beides irgendwo vielversprechend. Ne? Und ich habe ja, wie gesagt, noch ganz schön viel, was ich theoretisch auch verkaufen kann, wenn ich möchte. Also wir dürfen uns durchaus austoben. Ach ja, wer kommt gerade? Könnte ich nicht mit der Elite-Binde bei ihr auch nochmal die Arena versuchen? Das wäre halt in der Tat auch nochmal eine Möglichkeit, weil ich würde dann eh wieder verkaufen. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, Aitlin ist eigentlich ganz gut dabei. Von ihren Stats so, ne? Sie kann ja jetzt sogar theoretisch auch nochmal auf... Ja, seht ihr, sie kann ja sogar einen Langspeer jetzt nutzen zum Beispiel. So, wenn man möchte, könnte man da schon noch ein bisschen was rausholen. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber das stimmt. Aitlin ist ja auch gar nicht in der Arena aktiv gewesen. Und das würde sich natürlich super anbieten hier. Ja, dann würde ich fast sagen, machen wir das doch auch nochmal kurz.
Ich meine, es gibt uns ordentlich Erfahrung, das ist es, glaube ich, schon wert. Und das hier ist jetzt wirklich nur eine reine Ranking-Geschichte noch dazu mit der Erfahrung, weil Quan und sie, die profitieren gar nicht so sehr tatsächlich, weil sie bald erstmal weg sind. Darauf bin ich noch gar nicht eingegangen, aber auch das trifft zu. Ja, ich denke mal, mit der Lichtklinge kannst auch du ordentlich ausrasten. Also ganz im Ernst, ich denke mal nicht, dass du so viele Probleme hast, oder? Wie sieht's denn da so aus? Ach, das sieht doch gut aus. Okay, never mind. Da kommt aber der Crit und damit ist es auch erledigt, dass dein Schicksal besiegelt. Oh Gott, dammit. Vielleicht war es doch ein bisschen Waste, weil sie kriegt anscheinend schon gar nicht mehr großartige Erfahrung hier drin. Hätte es vielleicht doch lieber sein lassen sollen. Naja, die späteren sollten ja schon Erfahrung geben. 1%, wow. War sehr gut, dass sie die Lichtklinge an sie. Ah ja, okay, doch, da kommt die Erfahrung, da passt schon alles. An sich darf man nie vergessen, durch den Erlös von 20.000, das hebt sich so ungefähr auf. Ich glaube, du verlierst 2,5 oder so insgesamt, wenn man es umrechnet. Also wenn du einen vollständigen Arena-Run schaffst, eine Einheit, dann holst du die Elite-Binde schon wieder rein, größtenteils. Das ist ein minimaler Geldverlust für sehr viel Erfahrung im Normalfall. So kann man das sagen, ne? Genau. Aber ja, sie benutzt sie gar nicht auf Distanzfeld mehr so oft. Das ist natürlich ein bisschen doof. Die Lichtklinge, das ist tatsächlich eher heikel dann. Das hier war auch einigermaßen lucky, weil der hat jetzt jeweils 15 gemacht, das passt schon. Jo, hast die auch nochmal ordentlich im Einsatz, was soll's, ne? Noch eine Runde, jo. Ja, jetzt kommt echt der spannendste Teil, so. Also. 51 hat er. Oh, du hältst auch nur einen einzigen aus, okay, das wird nix. Vielleicht mit einem Crit, aber dann wirklich nur damit. Na, Edlin? Nee, ich weiß nicht. Ja, wobei es sind so viele 50-50s halt. Schade. Tatsache, ist aber möglich, ne? Ist auf jeden Fall noch drin. Wir können es probieren, ne? Wir sollten es auch probieren. Jetzt daneben noch Lex, der hat ja selbst auch Elite, also wir könnten auf jeden Fall uns noch ein bisschen austoben. Das schadet auch gar nicht. Das ist voll in Ordnung. Ja, bin ich voll dafür, dass wir das auch machen. Dass wir dann das Maximum versuchen rauszuholen. Denn wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Yu muss nämlich an einem Turm von Bragi ankommen. Für ein Secret Event. Und der ist natürlich noch eine ganze Weile, also sehr weit weg insgesamt. Das heißt, wir haben theoretisch schon ein bisschen Zeit übrig. Er kann eigentlich seine restlichen Sachen auch mal loswerden. Also die können wir auflösen, ist überhaupt kein Problem. Das machen wir auch kurz. Das ist an sich ebenso sinnvoll. Weil er braucht logischerweise, wenn überhaupt, dann natürlich nur noch seine tolle Lanze hier. Das Donnerschwert kann er eh nicht tragen. So, und dann sind die Sachen auch wieder so weit, dass wir sie umverteilen können. Wie schon gesagt, ne, von Quan erbe ich nichts, deswegen bringt uns das rein gar nichts. Ist also alles richtig so, wie wir das jetzt machen. Warte mal, wie viel Schaden hat mir der Typ jetzt nochmal gemacht? Der hat mich auf 12 runtergepusht, ne? 23? Schade. Kann ich, glaube ich, auch mit Healing nicht so wirklich gut arbeiten. Aber nun gut. Wir betreten mit Lex nochmal, aber auch da ist es so ein bisschen relativ. Es sind halt alle so, die versuchen jetzt nochmal die Arena möglichst auszunutzen, so gut es eben geht. Aber da wird es schon etwas schwierig, stellenweise. Ja, das hier ist zum Beispiel sowas ganz Schweres. Es ist theoretisch aber drin. Einfach weil der Triggerachs halt zweimal zuhaut. Aber ich glaube, 3 Hits braucht er, ne? Und das ist natürlich schon ein bisschen schwierig dann. Trotzdem kann man es natürlich probieren, klar. Du kannst auch mal kurz die Wache hier halten. Mhm. Ja, ihr natürlich solltet auch noch so ein bisschen an eure Erfahrung hier kommen. Das heißt, deswegen werden wir nochmal kurz zurückgeschickt. Du benutzt deine Stärkung, wir stellen aber auch mal Animationen aus. Und so kommt diese ganze Arena-Geschichte jetzt natürlich rein mit Elite-Binden-Trades. Aber Jörmungandr-Typ ist theoretisch drin. Das heißt aber, der Lichtklinge wird echt nur physisch benutzt in der Arena. Dann können wir eigentlich auch zum Silberschwert greifen, problemlos. Was der nicht umsonst bekommen hat. Alles klar. Ja. So werden wir hier weitermachen, würde ich sagen. Aber wir sollten gucken, dass wir doch ein gewisses Tempo noch hinbekommen. Irgendwie. Mal sehen.
So, Finn an sich muss jetzt nicht unbedingt noch zuhauen. Wir werden sehen, vielleicht später zum Fortschwächen. Mehr habe ich mit ihm eigentlich nicht vor. Da kommen sie wieder, die Orgahill-Piratenleute. Ach du meine Güte, ihr Schwachköpfe. So viel Platz habt ihr doch sowieso nicht. Das denkt sich Bridget auch so. Ihr werdet alle durchschaut. Und ja, jetzt wird Teiltür angegriffen. Ich hoffe sogar, dass er trifft, um ehrlich zu sein. Komm schon. Yes. Boom. Wir haben euch was Schönes getriggert bei Teiltür. Eine Sache, die sie auch besonders macht. Wow, 99 Erfahrung, danke dafür. Aber egal. Oh ja, wir haben gerade etwas sehr Feines ausgelöst bei ihr. Gut, Lex, das wird bei dir ein bisschen dauern, so, aber egal. Falls es euch nicht aufgefallen ist, das war gerade eine Crit-Animation, aber sie hat keinen Crit-Skill. Aber ich gehe mal drauf ein. Taitido, Leute. Ach du meine Güte. Die hat ein sehr seltsames Level-Up, was ihr eigentlich so fast gar nichts gebracht hat, aber irgendwie einfach witzig war. Oh Mann. Gut. Die gute Taitido hat Trutblut mit kleinem Effekt. Ja, das bedeutet, sie hat ja auch einen erweiterten Donnerrang. Sie hat auch nur Donnermagie, weil sie ist ein Donnermagier. Was an sich okay ist. Feuermagier wäre so das Schlimmste, aber ich meine, Windmagie ist eigentlich die Beste, aber das hier geht halt voll klar. Ich meine, Thoron ist wirklich stark an sich immerhin. Damit geht schon so ein bisschen was, ne? Thoron, ihr seht's. 7 Gewicht, Kraft 20, das taugt halt voll und ganz, aber sie hat so ihre Probleme. Erstmal seht ihr natürlich das Level, ja, sie startet auf Level 3, wir haben es jetzt schon ein bisschen trainiert gerade. Und das ist natürlich super low Level für den Fortschritt, den wir hinter uns haben. Also sie ist ja nicht weiterentwickelt, sie ist ja nur eine Donnermagierin. Das ist so ein bisschen bedenklich leider. Das zieht sie runter als Einheit. Und dazu kommen jetzt ihre Growths. Und da seht ihr zum Beispiel, dass sie nur 20% in Magie hat. Das ist halt für einen Magier auch echt schlecht. Dafür ist sie 60% in Fähigkeit, 40% in Geschwindigkeit, 50% in Glück. Ja, das sind ganz nette Sachen. Sie hat auch hohe Startfähigkeit zum Beispiel. Ihre Geschwindigkeit ist natürlich nicht super schlecht. Also für das Level sind die Bases einigermaßen okay. Aber das Level ist halt wirklich sehr problematisch leider. Aber eine Besonderheit, und die habt ihr gerade gesehen, und das ist auch das, was eine interessante Nische bei Taichu ist. Ihr seht das jetzt hier mal. Pass mal auf. Ingrim hat sie nämlich. Und das bedeutet, die Einheit führt immer kritische Angriffe aus, wenn ihre KP unter 50% fallen. Also ist super mächtig, das heißt, sie hat 100% Crit bei unter 50% KP. Also das ist wirklich ein sehr großzügiger Bereich. Und es ist super easy reinzubekommen. Das Problem ist halt, am zuverlässigsten ist sie, wenn sie in diesem Bereich ist, weil sie dann wirklich nahezu alles one-shotten kann. Aber gleichzeitig ist sie halt auch eine Einheit, die dann super easy besiegt werden kann. Muss man also abwägen und es ist tatsächlich sehr gefährlich, ne? Merkt man schon, ist ja auch irgendwo logisch. Aber ja, das ist schon relativ cool so. Es ist eine sehr interessante Nische und tatsächlich, also viele schwören darauf, es bei der Vererbung weiterzugeben halt, also Ingrim plus Vorteil dann. Ist eine sehr beliebte Kombination zum Beispiel. Arcanum ist da drin auch noch super lustig, also kann man gut kombinieren auf jeden Fall. Aber Vorteil plus Ingrim, das ist schon Bombe, wenn man das dann schafft. Aber es kann dann natürlich nur das Kind haben. Also, das macht auch Taitido zu einer relativ guten Mutter an sich. Also, ja, gerade ihr Sohn zum Beispiel ist wirklich stark. Eine fantastische Einheit. Und dementsprechend sollte man schon gucken, dass sie irgendwie einen Partner bekommt und so, ne? Mag ich übrigens irgendwie noch das Design total gerne, aber sie ist eigentlich relativ trashig, muss ich sagen, weil sie hat ja wieder nicht viel Movement und ist halt komplett auf ihre Fähigkeit angewiesen. Du bist drin und dann kannst du wirklich ausrasten, musst du halt machen. Ja, das ist auch im Prinzip schon alles so zu Taitido an sich, würde ich sagen, was wichtig ist. Etwas schwierig, aber wenn sie mal in Aktion ist, oder wenn sie mal ausrasten kann, dann geht's richtig ab, ich sag's euch. Muss man halt auch erstmal so weit bringen, ne? Das ist so das andere. Ah, okay. So, wir können jetzt auch ein bisschen ausrasten, ist überhaupt kein Thema. Das kriegen wir hin, denke ich. Wenn wir das allerdings machen, dann lasst mal sehen. Ich glaube, ich darf jetzt nicht so leichtsinnig mit Taitido pushen, ne?
Wenn ich jetzt mit Bridget einfällt nach vorne, gibt es andere Probleme. Aha. Wir sollten eher mit Bridget Einfeld zurückgehen, glaube ich. Und dann gucken, dass wir uns andere Leute noch so rauspicken. Davon profitieren wir, glaube ich, in dem Moment jetzt etwas mehr und benutzen Taito erstmal nicht in dem Zug. Das ist zu gefährlich. Wir haben zu viele Kämpfer gegen uns gerade. Das könnte sonst sehr hässlich werden. Lieber auf die Tour. Ein Minimalrückzug um Einfeld sollte uns auf jeden Fall alles freihalten. Zu den Piraten ja nur ein Feld übers Meer gehen können und nicht mehrere Felder. Das hier ist ein sehr tolles Level-Up. Jo. Genau. Ah ja, wir könnten hier zum Beispiel noch einen von euch doch auch ausschalten, ne? Jetzt lasst mal sehen, wie viel haben wir jetzt aktuell drin? 8, ne? Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann könnte ich euch gar nicht ganz ausschalten, ne? Das ist ein Problem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 wäre zum Beispiel ganz gut machbar. Würde ich dann vielleicht auch machen, dann machen wir doch den hier fertig. Ich denke mal, der Kriegerlanze auf jeden Fall machbar halten. Ja, nicht das zerbrochene Schwert nehmen, oh Gott. 22 mal 2 direkt, ja komm, das ist doch super, also kann man sich nicht beschweren, denke ich mal. Machen wir genauso. Bumm, bumm. Auch wieder kurz davor. Sie schlägt sich ausgezeichnet, da freue ich mich schon sehr drauf. Eine gute Aranus ist auf jeden Fall einiges wert. Joa, hier müssen wir halt aufpassen. Wenn du dann später hier bist, das würde ich ja ganz gut überbrücken. Das ist eigentlich ganz lustig sogar. Müssen wir gucken, dass wir so ein bisschen abseits stehen. Wartet mal. Und gleichzeitig will ich dann auch wieder nicht, dass damit Claude irgendwie, dass er die ganzen Love Points hier bei Taito sammelt. Das will ich ja genauso wenig. Das ist immer so ein bisschen heikel. Dann müssen wir unser Positioning korrigieren. Dass auch unsere gewünschten Paare zusammenkommen. Ach ja, ja, er hat einiges eigentlich, was er verkaufen kann. Wobei ich mir unsicher bin. Talentring kann er erstmal noch behalten. Bis später, das ist in Ordnung. Und den Meisterbogen. Bis dann Aden mal General ist, wenn wir das überhaupt hinbekommen, vernünftig. Das ist natürlich das andere. Ach ja, wir können eigentlich wirklich auch mal mit dir nach oben stellen. Da spricht eigentlich auch wenig dagegen. Ich meine, mit dir ist auch einigermaßen defensiv aktuell. Ich bin sogar fast dafür, dass wir ihn wirklich mitten reinstellen. So viel erreichen jetzt auch nicht. Lass mal sehen. Wie sieht es aktuell aus? 13. Na gut, okay. Dann macht ihr hier 11. Und im Dorf würden dich schon... Ne, ich könnte das hintere nehmen zum Beispiel. Ich glaube, das ist ganz zuverlässig, wenn wir das machen. Vielleicht sogar ein Feld noch nach drüben. Ich würde ganz gern Leute da anlocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr ausrasten, aber dieses Ding hier, dann könntest du mich noch mit angreifen. Du bist vielleicht zu schnell. 10 Angriffsgeschwindigkeit bleibt effektiv übrig. Okay, wir sind bei 11 tatsächlich mit dem Meisterbogen, das ist ganz witzig. Das heißt, der ist nicht das größte Problem. Der macht auch gerade mal 20 Schaden. Das heißt, wir sind da bei 7. Genau, also 7. Und dann haben wir die 24 jeweils, also 7 plus 11 jeweils, ne? 22, 29. Naja, wir sollten nochmal ein Feld zurückgehen. Wir sollten nicht ganz so all-in gehen, aber das hier dürfte ganz gut sein. Das hintere Dorf hier, das ist in Ordnung. Sigurd kann nochmal kurz quatschen, ehe wir dann weiterziehen. Das ist auch okay. Gut. Und weiter geht's. Hier gibt's eigentlich auch nicht mehr wirklich viel zu beachten, ne? Wir können auch hier hingehen. Und uns einfach kreuz und quer verteilen. Schön, oder? Yeah! Woo! Dürfte doch nicht mal lange dauern mit euch. Das gibt's doch gar nicht. Sauber. Schönes Level up. Ich bin jetzt echt neugierig. Wie lange dauert das denn noch? So allmählich sind wir alle verteilt. Mit dir können wir sicherlich auch noch irgendwas machen, müssen wir gucken. Aber so allmählich können wir Arena machen mit Leuten, die vielleicht jetzt nicht das große Geld haben vor allem. Da gibt es leider so ein paar, die sind etwas am Limit momentan, das ist das Problem. Du sollst dein Feuerbuch aber noch verkaufen, dass das mal irgendjemand erwerben kann dann. Du bist aktuell zwei Leute, die würden davon gegebenenfalls ganz gerne Gebrauch machen.
Wir können, wie gesagt, nochmal kurz mit Etlin reingehen und danach haben wir jetzt sowieso Healing zur Verfügung. Das wäre auch in Ordnung. Hauptsache, wir haben ein bisschen was zu tun. Das ist die einzige Sache, die hier wirklich gerade zählt. Jetzt ist auch Azel wieder bei Lachesis. Können wir weiter Paare planen. Das ist gerade auch relativ chillig, muss ich sagen. Irgendwie schon. Jo, du kannst es nochmal probieren. Dann haben wir diesmal das Silberschwert, okay? Das dürfte dann doch besser geeignet sein, muss ich sagen. Probier's nochmal damit. Ja, nur noch 47 sogar. Das ist doch ganz gut. Ausgewichen, ja. Etlin hat wirklich sehr realistische Chancen, das hinzubekommen. Yes! Sauber! Ja, ein Crit und das war's. Seht ihr? Gute Arbeit, Etlin. Das freut mich doch. Wusste doch, ich kann auf dich zählen, bis auf den einen KP-Punkt. Das hätte auch anders ablaufen können. Aber naja, egal. Noch eine Runde. Und ja, wenn wir schon wissen, dass du eh nur das Ding dann benutzt, dann... Oh, aber die Kriegerlanze, die könnte zu brutal sein für dich, oder? Da kommt es am Anfang dran. Aber leider ist das hier das Problem. Hm, ich weiß nicht, ob Etlin das realistisch hinbekommen kann. Das sieht mir eher heikel aus, um ehrlich zu sein. Glaube ich da weniger dran, dass das realistisch drin ist. Da sieht es, glaube ich, eher schlecht aus. Und hier haben wir ja Leute, die können sich theoretisch gut durcharbeiten, haben aktuell etwas wenig Gold für die Elitebinde, das heißt, die sind jetzt noch in einer Arena ohne Elitebinde dran, würde ich sagen. Und die benutzen wir jetzt einfach, das müssen wir halt jetzt noch durchziehen, das ist wichtig. Ist halt einfach so, ne? Früher oder später. Ich meine, ansonsten hätte man hin und wieder mal Gold mit Juno mal verteilen können, aber dann ganz systematisch. Leider kann man ja keine fixe Goldmenge rüber traden, so irgendwie nur so einen kleinen Wert oder so. Das wäre manchmal tatsächlich besser, wenn das noch möglich wäre, aber egal. Dafür, nächste Arena ist dann so das, wo man die Elitebinde nochmal ein paar Leuten zukommen lassen kann, die jetzt hier das schlichtweg wegen ihres Goldes nicht machen konnten. Alles kein großes Drama oder so. Und letztendlich dürft ihr nie vergessen, hier geht es dann nicht eh nur um das XP-Ranking. Sonst müsste man jetzt auch nicht so viel optimieren, was das betrifft, ne, und kann das alles ein bisschen entspannter sehen. Adept. Ja, allein mit seiner Ausweichquote ist er natürlich heftig, wobei jetzt die 70er hier, das war schon ordentlich, dass er so gut ausgewichen ist. Trotzdem keine Chance, mein Freund. Ja, es wird trotzdem gegen den Jörmungand-Typen wieder interessant, weil er wird wahrscheinlich gegen Levin sogar besonders gute Trefferchance haben. Denn Lichtmagie und Dunkelmagie steht leider über allen anderen Magieformen drüber. Und kriegt dementsprechend einen Bonus drauf. Das heißt, der Typ kann selbst für Levin auch wieder ein Problem werden, leider. So bedauerlich, wie das auch sein mag. Lass mal sehen, welches Level hat er denn jetzt? Ja, das wird sauber. Geschwindigkeit und Magie. Aber auch hier kommt nun die entscheidende Runde, wo ich mir denke, das könnte eventuell nicht hinhauen. Wir werden sehen, aber es könnte wirklich brutal werden. Ach ja, es wird auch brutal, ich sehe schon. Oh, selbst da sind es halt zwei Hits. Es ist so nervig einfach. Furchtbar nervig, Leute. Er kann natürlich Adept und Crit triggern, das ist so das andere. Man könnte es jetzt auf die Spitze treiben oder wirklich ausrasten. Okay, er kriegt noch seine Chance. Er müsste wirklich mit Adept und Crit arbeiten. Und das ist es halt. Ansonsten hat auch er relativ wenig Chancen da drin. Ja. Ihr merkt es ja. Ganz schön übel, was? Ja, der Typ ist wirklich nervig hier. Der ist super nervig. Er ist aber, glaube ich, auch ein relativ berüchtigter Gegner für die Arena so. Meiner hat schon so einen gewissen Ruf. So, betrete mal. Du kannst auf jeden Fall vor allem mal am Feuerbuch loswerden. Ne? Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Oder wollen wir sogar den Donner später loswerden? Ich weiß nicht. Nee, du bist nicht so schnell. Das will ich dir eigentlich nicht antun. Feuer und Donner. Wir könnten dann für die ersten paar noch mal Feuer benutzen. Dann könnte ich später nämlich günstiger erwerben. Ich denke, du bist gut genug, dass du bei den ersten paar Gegnern das noch machen kannst, oder? Bis halt der Myrmidone kommt. Da sollten wir auf jeden Fall wechseln. Aber das könnte sogar noch ganz gut klappen. Wirklich? Du bist selbst auch schon zu schnell? Ja, du hast ein Schwert, deswegen. Aber es reicht trotzdem. Gut so.
Okay, aber wenn ich selbst hier schon dann zu langsam bin, Feuer zieht halt viel zu krass runter, das ist einfach utopisch. Weil okay, jetzt haben wir einen Axtritter, da könnte es tatsächlich dann wieder gehen. Ja, aber da sind wir dann trotzdem wieder schnell genug, seht ihr? Aber auch er sollte eigentlich keine wirkliche Chance haben, dann gegen unseren werten Herrn Jörmungand. Auch wenn das eigentlich der Name seines Zauberbuchs ist, aber egal. So, ich nenne ihn jetzt einfach so, Herr Jörmungand. Herr von und zu Jörmungand. Oh, wie bitter, weil er auch ausgewichen ist am Anfang. Komm schon, oh, das ist ja locker möglich, ne? Hätte er nur die Chance ergriffen, das ist... Oh, schade, ne? Hätte er es jetzt nochmal geschafft, das ist so bedauerlich, weil das kann er locker schaffen. Aber das ist immer wirklich schade, wenn du einfach siehst, sie hätten locker die Möglichkeit, das hinzubekommen und sie scheitern trotzdem dran. Das ist dann wirklich schade. Gott, wir müssen so viel später zukaufen und was weiß ich. Wisst ihr, wie viel Management wir im Kapitel noch haben? Es ist so ein bisschen lächerlich, um ehrlich zu sein, aber gut. Aber wie gesagt, das hier ist halt locker noch möglich. Also da kann man ganz sicher sein, das ist definitiv drin. Ja, und hier haben wir eigentlich nur noch Leute... Texterfahrung muss man halt nochmal gucken. Warte mal, wenn nur so ein bisschen geheilt werden würde, deswegen Arcanum, ne? Dass wir damit reingehen könnten, das wäre ja auch voll praktisch. Könnte dann nochmal Positionen tauschen, weil das hier kann schon wieder zu viel sein, aber es kommt ganz drauf an. Lass mal gut sein. Haben wir soweit alles gemanagt? Nö, noch nicht. Der gute Dew vor allem, das ist das Wichtigste, ne? Wie gesagt, das mit dem Turm ist halt eine nervige Angelegenheit. Wenn er gerade kommt, wenn Lex die Einheiten oben clearen würde, würde ihm das auch sehr zugutekommen. Vielleicht haben wir sogar noch genug Zeit, um trotzdem alles so zu organisieren. Ich überlege gerade. Die Sache mit Lex ist halt auch wieder, er ist an der Arena einfach so an einer sehr ungünstigen Position. Wobei Lex könnte sogar mit dem Jörmungand-Typen aufräumen, einfach nur weil er eine Kriegeraxt hat. Das könnte tatsächlich noch möglich sein. Weiß nicht, wie krass er ausrasten könnte, weil er wahrscheinlich auch nur einen Hit tankt und dann den zweiten nicht mehr. Aber es ist so verlockend, ne? Es ist wirklich verlockend. So, das hier ist wunderbar. Das ist genau wie geplant eigentlich. Super. Sogar ausgewichen trotzdem noch. Ah ja, wunderbar, genau. Das wollten wir alles genauso haben. Das ist wirklich perfekt. Genau wie geplant, Leute. Mit dir will sich duellieren. Tja, lief wohl ungünstig für den Piraten. Er hat immer auch darauf aus, nur sie zu verfolgen, was? Aber gut, wenn er meint. Ja, es gibt hier auf jeden Fall noch gute Möglichkeiten, in der Arena aufzuräumen. Ich merke das schon. Also da gibt es schon noch einige Sachen, wo wir definitiv arbeiten können. So, dich kann ich wahrscheinlich auf Distanz jetzt mit Doron ausschalten, ohne Probleme. Jetzt könnt ihr wieder sehen, wie mächtig dann dieses Set wiederum ist natürlich, weil sie kann natürlich absolut alles vernichten. Einmal Ingrim und... Boom! Oh mein Gott, das sieht so episch aus! Ich liebe es! Es ist fantastisch! Doron in dem Spiel ist echt gut animiert. Ich mag's. Fähigkeit, Glück und... Schon wieder Verteidigung? Was stimmt denn mit dir schon wieder nicht? Was zur Hölle? Ihr seid alle seltsam, wisst ihr das? Ihr seid alle seltsam. Ah ja, lass mal sehen. Wenn wir jetzt wieder zurückrudern würden mit dir, weil du hast ja diesen tollen Ring. Ich meine, ich kann auch mit Sigurd vielleicht sogar schon angreifen oder uns einfach auch bessere Ausweichquoten verschaffen. Aber ich will eigentlich gar nicht so sehr ausrasten, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Sehen wir mal, wie wir das dann machen. Du bist ja relativ harmlos eigentlich, ne? Und ihr habt ja Stahlechse, deswegen könnt ihr auch so gut zuhauen. Oh, ihr habt auch alle 5000 Gold. Das ist eigentlich fast bedauerlich, sich das nicht zu krallen, ne? Ich glaube, wenn du so richtig ausrasten würdest, du könntest so viel rausholen. Haben Piraten immer 5000 Gold? Ich glaube sogar fast. Also witzig, guck mal, der eine hat einen Stern, aber... Das ist witzig, sonst... Du bist Kommandant, oder? Nee, du bist ein einfacher Pirat, seltsam. Weird, du hast einen Leadership, der Rest nicht. Okay. Gut, warum auch nicht, ne? Mr. Leadership. Go on. Stahlbogentypen. Aber es gibt kein einziges Wurfball mehr zum Beispiel. Wie witzig. Ich
Ich meine, der Stahlbogen ist auch nicht unbedingt so schlimm, ne? Ist halt die Frage, wie wir unsere Erfahrung noch aufteilen, weil ich meine, Sigurd kann durchaus auch noch zuhauen. Das ist jetzt kein Problem so, ne? Selbst wenn er da 22 gegen 13. Da ist es sogar noch mal ein bisschen, aber wenn ich euch nicht direkt erledigen kann, ist es ein bisschen ungünstig, würde ich schon sagen. Schauen wir, dass wir lieber anderweitig weiterkommen. Der Part ist ja eigentlich auch schon an einem guten Punkt tatsächlich. Meine Güte, die Piratenschlacht geht schon ein bisschen, aber egal. Immer noch kein Pairing, was? Nee, nur reden mit Bridget, aber es kann einfach nicht mehr lange dauern. Wir müssen jetzt wirklich kurz davor stehen, also bei Arden und Adain ganz sicher und bei euch eigentlich auch relativ nah dran zumindest. Wir werden sehen. Genau, so ein bisschen ausrasten kann man noch. Die Elitebinde wird dann wieder verkauft, dann kann sie sich um die Vererbung für ihren Sohn noch gar kümmern. Das ist noch wichtig. Ein paar Sachen kann ich noch loswerden. An Stäben theoretisch auch. Das ist eigentlich alles ganz gut so. Wenn ich jetzt Lex aufbrechen lasse, ich denke halt, Lex ist sehr gut geeignet, um da oben jetzt noch die letzte bisschen Erfahrung zu bekommen, dass er einfach Stufe 20 erreicht. Dann können wir ihn direkt pünktlich zum Start vom nächsten Kapitel nämlich entwickeln zumindest. Ich hatte es eigentlich hier schon vor. Aber er ist jetzt wirklich ganz ungünstig die ganze Zeit an der Grenze gewesen, Level 19 mit ganz viel Erfahrung. Und hat einfach die Arena nicht geholt. Was halt schon ein bisschen schade ist, aber naja. Und du brauchst jetzt dringend, genau, bei dir müssen wir mal ein bisschen die Stäbe neu umorganisieren. Beziehungsweise, weißt du was? Ja, vielleicht selbst den Teleport kannst du dann weitergeben, oder? Wir müssen mal gucken. Aktuell ist es so, dass ich glaube ich später eher dann wieder auf, ja, nur auf den Purgativ-Pferd liegen würde bei ihr. Weil sie ist ja Erfahrungspunkte technisch gut genug mit dabei gewesen, bisher immer. Ist überhaupt kein Problem. Aber der Rest hat noch so, ja. Eigentlich sind wir schon gut dabei, würde ich sagen, Erfahrungspunkte technisch. Ist ja so, dass viele jetzt kurz davor stehen, sich zu entwickeln. Oder nicht ganz drin stehen, aber sieht ganz gut aus. Bis zum nächsten Part, Leute.